Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Feed the Beast Revelation. In der letzten Folge, warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also wir haben ja auf jeden Fall die EMC-Farm da so ein bisschen angetrieben. Und jetzt habe ich das schon wieder selber vergessen. Achso, da haben wir den Teleporter hier gemacht. So, und dann wollte ich jetzt mal gucken, also ihr seht übrigens, ich habe schon ein bisschen EMC wieder gemacht, weil ich ja mal tatsächlich ganz kurz weg war und der hier gesammelt hat. Ich denke mal, das brauchen wir auch erstmal nicht weiter upgraden. Jetzt wollte ich allerdings mal gucken, ich möchte meine Rüstung natürlich auch upgraden. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, müssen wir von diesen Upgrade-Keys, müssen wir da Basic, Wyvern, Draconic und Chaotic Tier nacheinander machen oder können wir das auch skippen? Wollte jetzt einmal gucken. Warte mal. Upgrade. Machen wir mal hier Attack Damage. Ich habe mir nochmal gerade eine Seite aufgemacht. Ist das ein bisschen einfacher? Brauchen wir für der Wyvern Tier brauchen wir 2 Nether-Sterne. Draconic 2 Stück. Dann Emerald 2 Stück. Und dann brauchen wir noch einen Wyvern Core. Bin ich mal gespannt, ob wir quasi einfach skippen dürfen. Ich hätte nämlich bald eigentlich gesagt nein. Aber wir finden es heraus. Ah, okay, da steht's auch. Das vorherige Level muss erst gemacht werden. Na gut, dann brauchen wir 2 goldene Äpfel. Zack. Ist deutlich angenehmer, wenn ich das auf einer auf einer anderen Seite offen habe. Macht das Upgraden sehr, sehr viel angenehmer. So, zack, 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 zack. Hätte ich den jetzt schon fast gegessen. Puppe gerade. Hätte jetzt 60 Schaden. Oder 60 halbe Herzen, sprich 30 Herzen. Macht er da weg. Logischerweise, da wir hier diese Chaotic oder diese Chaos-Fragmente da noch nicht haben. Können wir nur bis zum Draconic Tier upgraden. Jetzt haben wir schon 75. Machen wir das jetzt hier nochmal. So. Dann als nächstes für die letzte Stufe brauchen wir auch wieder Nether-Sterne. Wyvern Core. Awakened Core. Und Emerald Blöcke 2 Stück. Jetzt hat er schon 90. Zack. 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 Zack, zack. Das brauche ich jetzt schon ein bisschen länger. Okay. Dann lassen wir den mal gerade arbeiten. Und machen mal hier... Shield Capacity. Mal einmal machen. Dafür brauchen wir Lapis 4 Stück. War das eine Diamond Chestplate? Was war das noch? 2 Draconic Core. Habe ich auch schon wieder vergessen, was das letzte war. 2 Draconium. So, zack. Mit den hier einmal rein. Dann wollen wir Recovery auch machen. Dafür brauchen wir wieder 2. Lapis war ja auch wieder richtig, oder? Ich hoffe. Na, und eine Golden Chestplate. Die haben wir nicht.
So. Na, was wird das? Dann machen wir die Kette auch mal. Und einen Goldblock haben wir auch nicht. Schere nehmen wir auch mal mit. So, zack. Okay. Sind erstmal gerade die wichtigsten. Oh, AF Capacity. Das ist auf jeden Fall noch interessant. Haben wir wieder Lapis. Energy Core. Draconic. So, zack, zack. So. Upgrade. Das wir brauchen den einmal und den einmal. Damit werden wir gleich alles Mögliche upgraden. Weil bis zu 30% erst, okay. Das Ganze machen wir jeweils 5-mal. Das heißt, warte mal, Golden Apple. Bereiten das mal hier gerade vor. Diamond, war auch 10 Stück. Ein Eye of Ender, 10 Stück. Oh, warte mal. Die einfach mal hier so untereinander. Dann noch Draconic. Boah. So, 5 Stück. Und für das nächste brauchen wir. So einmal. Brauchen wir Nether Stars. So, das brauchen wir für die nächste Stufe auch. Das wird das. Dann Emerald. Zack. Dann brauchen wir die Blöcke für die letzte Stufe. Brauchen wir Wyvern Core. So, zack. Und hier einmal zack. Und was brauchen wir da nochmal? Stimmt, Awakened Core. Jetzt frage ich mich gerade, funktioniert. Funktioniert das zufällig auch? Wäre wahrscheinlich auch zu schön, wenn das einfach klappen würde, ne? Ja, das wird nicht klappen. Packen wir den mal kurz hier rein. Mal gerade dieses Tool hier. Zack. Dann müssen wir tatsächlich gerade einmal warten. Wie war das bei 65%? Können wir dann tatsächlich mal gucken, dass wir hier diese Flux-Capacitors bauen, weil das ist so ein mobiler Speicher für RF. Das wäre ja ganz sinnig, wenn wir das haben. Darum, das ist eigentlich Crystal Binder. Okay, wir brauchen einen Wyvern Core. Dann 4 davon. Und 4 Draconic Ingot. Huch.
Mach mal einen kurzen Cut. So, hallo, da bin ich wieder. Für euch ist natürlich wieder mal keine Zeit vergangen, aber für mich war es ein Moment länger. Auf jeden Fall haben wir jetzt... ja, verkackt, wofür brauche ich die 5-mal-Dinger? Brauche ich höchstens eigentlich für RF-Kapazität. Ah... Okay, das heißt, wir müssen hier immer einen vernichten. Wir können eigentlich auch zwei machen. Warte mal. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Und ein so. Sehr schön. Dann nehmen wir den mal raus. Könnt ihr noch eigentlich einmal wieder zurückpacken. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der RF-Kapazität an. So. Zack, zack. Oh. So. Ach, das Ganze hier nicht. Oh, nee. Bin gerade nur ein bisschen unfähig. Bin dumm. Das war eigentlich alles richtig. Ach, Mann. Okay. Müssen wir das Ganze hier nochmal rückgängig machen. Denn wir müssen ja erstmal hier das Basic-Ding machen. Zack, 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 zack und die dann einmal. So. Brauchen wir nämlich jetzt noch einmal. Wir upgraden das erstmal. Schon 192 Millionen RF. Ja, ich sag mal, das kann gleich alles ein bisschen in Ruhe laden. Sehr schön. Hier wahrscheinlich... Nee, hier ist es mal 4 auf jeden Fall geworden. Ja, hier war das nicht mal 4, dann... Oder? Nee, kann nicht, kann nicht, kann nicht. Okay. Wie gesagt, der lädt jetzt in Ruhe erstmal auf. Ich habe voll verkackt bei meiner Rechnung. Was habe ich denn hier gerechnet? Wir brauchen ja ein Vielfaches von den Ressourcen. Ja, eigentlich alles einmal wegschmeißen. So, die einmal. Dann Diamond. Panzer 2. Ich glaube, bevor die nächste Folge anbricht, rechne ich das einmal richtig durch und nicht hier irgendwie so rein spekulativ irgendwie. Und wahrscheinlich der Draconic Core. Jetzt haben wir für das eine Upgrade, für die EF-Kapazität haben wir das jetzt einmal gemacht. Weil wir müssen ja noch jeweils 5 oder beziehungsweise nur 4-mal upgraden für Shield Capacity und Recovery. Ha. Huh.
habe ich ja jetzt ein bisschen verkackt. Na gut, ich würde aber einfach mal sagen, ich mache einen Cut, rechne das einmal durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.